Schönen Nachmittag. Sie wachsen nebeneinander auf, sie konkurrieren untereinander und sie buhlen unermüdlich um die Gunst von Mama und Papa. Sie hassen sich für ihre Ähnlichkeiten und beneiden sich für ihre Unterschiedlichkeiten. Die Rede ist von Geschwistern. Sind sie Rivalen oder sind sie Vorbilder? Darüber reden wir die kommende Stunde. Louis und Vinzenz sind Nummer 4 und Nummer 5 von 6 Kindern und haben doch ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Großfamilie. Hier sind die beiden. Hey, grüß dich. Grüß dich. Lange nicht mehr gesehen, ne? Das ist ja bekannt vorher. Ja. Ich bin extra wegen aus Salzburg angereist wegen dir. Ah, ja, Wahnsinn. Du, ich habe vorher schon gefragt, der Papa ist derselbe? Sagen können Sie ja. Laut den Dokumenten. Die Augen sind, glaube ich, gleich. Louis, wer ist Nummer 4 und wer ist Nummer 5? Die Nummer 5 bin ich. Und du bist Nummer? Genau, 4. Nummer 4. Das ist aber schon zum Sehen jetzt, Barbara. Oder? Natürlich ist das zum Sehen, aber ich habe es nicht so mit den Zahlen, deswegen. Ja. Du bist charmant. Ja, schon. Wie war denn das, in der Großfamilie aufzuwachsen für euch? Also es waren viele, viele Erlebnisse. Es war ganz, ganz interessant. Wir hatten ja eine kleine Landwirtschaft. Wir sind ja eigentlich in der Natur aufgewachsen. Noch dazu in dem wunderschönen Ort Gamlitz, also in der Südsteiermark. Schön. Wir haben eine super schöne Gegend bei uns zu Hause. Ja, und wir hatten eben eine ganz, ganz tolle Kindheit, weil wir eben in der Natur, auf der Landwirtschaft, mit vielen Tieren, mit viel Wald, mit viel Wiesen, ja, weil wir eben dort aufwachsen durften. Und das die nächsten doch, Nachbarn sind ja einen Kilometer weg, nicht? So eigentlich, ja, genau. Ja. Es war ich eigentlich nie Fahrt, oder? Der Älteste ist ja ein Bub gewesen. Nein, die Älteste war eine Schwester. Mädchen, dann. Eine Schwester, Mädchen und dann da vier Buben. Depp. Vier Buben und dann nochmal ein Mädchen. Noch ein Mädchen, ja, genau. Das heißt, die Älteste hat ein bisschen auf euch schauen müssen. Eigentlich der Bruder, der ältere Bruder, also von dem habe ich eigentlich am meisten, weil der hat zu Hause immer die Autos repariert, der hat Karosseriebauer gelernt und dann habe ich immer geholfen und das war irgendwie so ein Vorbild für mich, so quasi, weil der hat wirklich aus einem verbeulten Auto wieder ein schönes neues gemacht und das war wirklich toll. Das war einfach so Bewunderung für den Bruder. Das war einfach eine Bewunderung und ich bin wirklich stolz eigentlich. Also wir sind ja quasi wirklich stolz auf an jeden von uns, weil aus jedem ist etwas geworden. Wir sind doch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Es war relativ einfach, relativ bescheiden. Wir haben immer Arbeit gehabt. Ich war halt so quasi in der Sandwich-Position, weil ich doch dann einen Eltern vor mir gehabt hat und den Louis noch hinter mir. Ne? Das war dein größter Vater. Ja. Uns war es nämlich so, dass gewisse Tätigkeiten auf der Landwirtschaft notwendig waren, wie zum Beispiel, bei uns sagt man Kühe halten. Ja? Genau. Kühe halten, du warst der Halterbub. Und das hast du dann ganz einfach, wenn du groß genug warst, vom Älteren übernommen. Das heißt, die haben mir eigentlich damals schon, wie man auch von der Statur her sieht, relativ viel beim Essen überlassen, damit ich relativ schnell wachse. Damit ich relativ schnell wachse. Und damit habe ich eigentlich mit 6 Jahren dann schon das Viechhalten übernommen und der hat frei gehabt. Gescheit! Ich habe schon lange warten müssen. Ich habe mit 4 angefangen und ich glaube, mit 10 aufgehört. Aha. Wie viele Jahre seid ihr um? 6. Aha. Na gut, da warst du schon eigentlich relativ schon quasi großer Bub, als der Louis kam. Ne? Ja, natürlich. Ich hoffe, dass ich ein bisschen ein Vorbild dann später hin geworden bin. Weil es ist ja witzig, dass es gibt ja Unterschiede zwischen uns. Also ich wollte gerade sagen, in einer Firma schon 35 Jahre und er hat eigentlich 35 Firmen, glaube ich, hinter sich. Wie? Die alle erfolgreich, aber. Du bist der Schöngeist. So wie das eigentlich gar nicht gesehen. Wer ist der Schöngeist? Du hast eigentlich der Scheine bin ich, das sehe ich. Natürlich. Der Scheine bin ich und der ist der Gescheite, wie man das jetzt sagen gehört hat. Aber naja, du hast schon recht. Das war bei uns eben dadurch, dass es
dass die große Familie da war, musste man einfach Rücksicht nehmen. Ja. Die Eltern haben das bravariös gemeistert, dass da eigentlich untereinander relativ jeder gleich behandelt worden ist. Und gestritten habt ihr nie? Da war. Also ich nicht, du vielleicht. Nein, ja, streiten, nein, das Streiten ist ja bei uns ja gar nicht gegangen. Nicht? Um was hätten wir schon streiten sollen? Aber auch zum Beispiel, das weiß ich, dass irgendwer lauter ist und man will seine Ruhe haben oder jemand hat den Nachtisch weggegessen oder solche Sachen halt. Ne? Dass man also, oder man will halt nicht unbedingt mithelfen und muss, gut, aber... Diese aber Dinge weggessen weiß ich nicht. Also, wenn das man war so ein schlechtes Beispiel. Also, das war ja so wie du, ne? Schlechtes Beispiel, entschuldige, Luis. Also, ich weiß das nur von anderen Geschichten, weißt du, also von anderen. Alles klar. Ja. Nein, es hat schon Rivalitäten gegeben. Wir haben ja bei uns zu Hause, war das noch so, also wie wir noch klein waren, hatten wir noch keinen Fernseher. Da hat es ja die Barbara Kadig schon noch nicht gegeben. Aber da hat es mich noch nicht gegeben. Aber da sind wir dann zum Nachbar Fernsehschauen gegangen, weil der schon einen Fernseher gehabt hat. Und die Rivalität dort drin hat halt bestanden, dass die Größeren vorne am Fernseher sitzen durften und wir Kleinen draußen am Gang. Nein, aber Rivalitäten war vielleicht beim Sport vielleicht, beim Fußballspielen, ne, da war man natürlich ehrgeizig, beim Skifahren war man ehrgeizig. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das haben wir uns am Adelberg getroffen und in der Früh, also wir zwei, und in der Früh war die Piste relativ hart und der ist da vor mir runtergezogen, also das war wirklich eine Augenweide zum Schauen. Und ich komme dann daher mit meinen Ski, ratter, 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 ratter. Meine Kanten haben einfach nicht mehr gehalten. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ihm unten dann gefragt, sag ich, du, hast du neue Ski oder was? Wie bist du jetzt da runtergefahren? Ne? Nein, habe ich gesagt, die habe ich mir ausgepackt, ne? Weil ich will ja neue Ski haben, wenn du kommst. Ne? So, ich habe die alten gehabt. Was habe ich gemacht? Natürlich sofort eine ausgepackt. Und das war so quasi die Rivalität oder der Ehrgeiz quasi. Ne? Ist nachzumachen. Ne? Ja, genau. Ja. Interessant. So, er sagt, vor allem die Dinge nachzumachen, das war halt für mich schon immer wieder da. Weil ich, das machen die Kleinen immer. Ne? Die Kleinen, sechs Jahre jünger war er zum Beispiel bei ihm. Dass du alleinig aufs Topferl gesessen bist, das habe ich mir nicht mehr erinnern können. Aber das Nächste, er hat dann schon ein Moped gehabt. Ja? Und mit 16 ein Moped gekriegt, ich war halt da 10 Jahre alt. Und dann war es für mich halt natürlich auch ein Ansporn, mit 16 auch ein Moped zu haben. Das Nächste war halt dann, dass er mit 18 ein Auto gehabt hat. Und dann war es halt einfach auch also war ein super Auto. Ne? Dann gelassen so ein Golf GTI gehabt, also war ein flottes Ding. Und das war für mich halt dann auch der Ansporn, dass du sagst, okay, mit 18 auch wieder Auto. Das Nächste war dann, er hat dann eigentlich begonnen, beruflich sich auszubilden und schön weiterzubilden, dadurch auch eine tolle Position beim Job gekriegt und viel Geld verdient. War für mich natürlich dann auch ein Ansporn, aber halt auf der anderen Seite. Und wer hat jetzt zuerst scheiden lassen? Wie war denn das eigentlich? Das ist wie 1990. Was tut? Ja, also genau, auch Ansporn. Auch das hätte man nicht nachmachen müssen. Ja. Nicht? Aber er hat, ne? Ja. Naja, grundsätzlich war es bei uns in der Familie immer so, dass Dinge, die vollzogen werden mussten, dass die auch vollzogen worden sind. Ja, ja. Das war dann aber das war eine Zeit, die Scheidung hat euch zusammengeschweißt, also dieses selbe Problem. Genau, weil wie er dann in dieser Situation war, dann hat er mich oft angerufen und mich um Rat gefragt. Und wie ich dann in der Situation war, muss ich echt sagen, hat er mich dann angerufen und er war eigentlich der Einzige aus der Familie, mit das dem verstanden hat. Ja, ist ja klar. Wobei dort jetzt die Vorbildfunktion umgekehrt ist. Nicht? Jetzt ist es halt so, dass ich eigentlich wieder sehr, sehr glücklich verheiratet bin und dass ich eine nette Frau habe und mit der wirklich die Pläne habe, bis ans Lebensende zu gehen. Und wie gesagt, da habe ich jetzt die Vorbildfunktion von ihm. Also da ist er wieder. Hm? Da bin ich dein Vorbild, oder? Ja, gut. Ja, so. Gut, du hast drei Kinder, du hast drei Kinder, man braucht die nur eins. Ne? Ja. Wieso hast du nur eins? Für mich war eins ganz klar, es gibt natürlich in einer Großfamilie auch Dinge, die man sich nicht so leisten kann, als wie wenn man jetzt nur ein oder zwei Kinder hat. Was zum Beispiel? Zum Beispiel schulische Ausbildung oder Urlaub. Wir sind zum Beispiel nie mit unseren Eltern Urlaub gefahren. Wir haben uns das immer erst dann später selber erarbeitet und sind dann Urlaub gefahren. Also das war nie möglich. Ne? So viele Vorteile, dass es gibt. Aber das hat das was mit der Kinderschar zu tun oder mit der Landwirtschaft? Nein, mit der Anzahl. Ich glaube schon mit der Anzahl der Kinder. Weil ein Kind, wenn man jetzt eine Ausbildung geben will, dann kostet das natürlich schon Geld. Nicht? Und wenn drei Kinder oder sechs Kinder kosten dann natürlich viel Geld. Also bei uns war es nicht möglich, dass wir eine höher bildende Schule gegangen sind.
Mhm. Weil das Geld nicht da war. Der einzige Franz, der hat die Handelsschule gemacht. Aber für uns, wir haben einen Lehrberuf erlernt und sind dann erst später, also im zweiten Bildungsweg dann eben, in die Schule gegangen. Und das war für dich wichtig? Das war für mich ausschlaggebend. Nur eins ich gesagt habe, ich will einen haben und der ist wirklich sehr, sehr gut geraten. Ich bin wirklich mächtig stolz auf ihn. Wenn natürlich ein zweites passiert, hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Aber für mich war das quasi schon der Auslöser. Und was macht er beruflich? Er studiert jetzt. Aha, okay. Nein, das, was du gerne gemacht hättest, wahrscheinlich. Er ist jetzt auf der Uni in Buch in Hallein und macht BWL-Studium. Und du, Louis, wolltest aber definitiv mehr Kinder. Ja, ganz ehrlich gesagt war es ja so, dass wir gesagt haben, zwei Kinder mindestens, das wäre super. Dann war es ja so, dass die ersten beiden Mädchen waren. Meine Freunde haben mich dann alle ein bisschen für neun gehalten und haben gesagt, du bringst nur Dirndl zusammen. Naja, und der Bub, der ist mir dann ausgekommen. Ne? Nicht so wie der David Beckham, ne? Der nur Buben gekriegt hat ewig. Ne? Nein, dann nicht das Mädchen. Ja, eigentlich ist es ja bei uns auch so, dass wir die große Familie deswegen fast nur haben, weil der Vater unbedingt noch ein Mädel haben. Ja. Aber dir war es auch wichtig, kein Einzelkind zu haben. Genau. Es war mir ganz wichtig, weil eben dieses Aufwachsen mit der größeren Familie einfach viel lustiger ist. Man lernt da schon und wie gesagt, bei meinen Kindern war das natürlich auch so, dass man das gelernt hat, miteinander auszukommen. Obwohl es da natürlich genauso Rivalitäten und Vorbildfunktionen wie immer gibt, aber das Gemeinsame und vor allem das Gemeinsame am Tisch sitzen in einer großen Familie, für mich persönlich bedeutet der Tisch sehr viel, das ist eine Kraftquelle. Ja. Und da ist natürlich ganz, ganz schön, wenn der Tisch voll besetzt ist. Und so. Und habt ihr, also unter den sechs Kindern, hat es da so Beziehungen gegeben, dass zwei ganz besonders eng miteinander sind oder haben zwei gar nicht miteinander können? Weißt, oft ist es ja so, dass der oder die Älteste mit der oder dem Jüngsten gar nicht so kann, weil das schon so weit auseinander ist. Also habt ihr da sowas? Oder naja, die berühmten Sandwich-Kinder? Die ältere Schwester, an die kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, weil die ist ja 13 Jahre älter als ich und die ist dann schon weg gewesen eigentlich, wie ich dann so in die Jahre gekommen bin. Ich habe eigentlich eine sehr gute Beziehung mit dem zweitältesten gehabt, dann eben mit dem Karosseriebau und da habe ich eben sehr viel geholfen. Mit dem Franz haben wir eigentlich weniger halt so den Kontakt gehabt. Dann das ist immer, ne? Ja, sicher, es hat sein müssen. Und dann eben mit dir, nicht? Aber die jüngste Schwester ist dann ja von mir aus gesehen ja schon 7 Jahre jünger, also der war es dann auch nicht mehr so, jetzt, dass man jetzt so eine enge Beziehung hätte. Also eigentlich mit dir und mit dem Sepp, ne? War es so. Und die jüngste Schwester mit der ältesten Schwester? Naja, die auch nicht so? Nein, die kennen sie ja fast gar nicht, auch von der Kindheit her. Ne? Die ist ja dann schon bei ihrem Mann gewesen. Hätte schon fast wie die eigene Mutter sein können vielleicht. Genau, weil ich glaube, der erste Neffe ist sogar älter als wie die Schwester, ne? Die jüngste. Ja, das ist dann genau. So lustig, ne? Onkel und dann sind die auch jünger. Als... Ja. Na gut, jetzt kommen Ilse und Andrea, die mit drei Brüdern groß geworden sind, mit sogenannten Beschützern. Hier sind Ilse und die Andrea. Ilse, sind dir Geschichten bekannt vorgekommen, die beiden erzählt haben? Viele eigentlich Kinder schon, ja. Teilen müssen, gemeinsam spielen? Ja, ich muss sagen, wir sind ein kleines Dorf gewesen und da sind wir wirklich viele Kinder. Ja, ich war eigentlich sowieso wie ein Bub. Okay, du bist die wievielte von allen? Ich bin die vierte. Die vierte? Ja. Und du, Andrea, bist die fünfte. Gut. Und die Älteren waren alles Buben? Waren alles Buben, ja. Wie waren die Buben? Schlimm. Ja. Nein, ich sage, ich bin aufgewachsen wie ein Bub. Okay. Aha. Wo die waren, war ich auch. Okay. Und meine Großmutter hat immer gesagt zu mir, aus dir wird nie ein Mal. Du bist schlimmer wie ein Bub. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. So schlimm geworden. Du bist auch diejenige, die versucht hat, die Familie zusammenzuhalten, gell? Ja, also das war immer ein sehr großes Anliegen von mir. Ich finde immer so untereinander, wenn sich die Geschwister streiten oder was, das ist sowas von schier. Man lebt nicht ewig, man soll es einfach das Beste draus machen. Ich habe halt in die Welt gerufen, Weihnachtsfeiern zu machen, so Familienweihnachtsfeier. Gell? Und da sind wir halt, ja, ich habe halt eigentlich versucht, dadurch das ein bisschen so zusammenhalten. Na, wie viel kommen dann zusammen, wenn alle zusammenkommen? Wie viele Menschen sind das dann? Ja, wir sind ein schöner Haufen, ja. Schon, gell? 10, 15. 10, die älteren Brüder haben
Jeweils zwei Kinder. Ja. Mhm. Also ja. Ihr habt dann auch jeweils zwei, ne? Ja. Wenn man große Räume braucht, ja. Ja. Was war denn schwierig, Andrea, bei diesem Zusammentreffen? Ich war, soll ich sagen, das Nestscheißerl, die Kleinste. Und meine Brüder, die sind halt alle, weiß ich nicht, die waren im richtigen Zeit, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben wirklich sich ein Haus gebaut. Es ist halt alles besser gewesen als für mich. Und ja, ich war halt das arme Schluckerl und das hat mich halt oft, dann wurde gebrotzt. Was hat der gemacht? Wo war der auf Urlaub? Ich habe keinen Urlaub, ich war daheim. Ja, also ein bisschen die Rivalität, die Louis und Vincent erzählt haben mit den Skiern. Habt ihr das mitbekommen? Und selten haben wir mal was Neues gekriegt. Also das hat sowieso nicht gegeben. Ich war dann das Letzte hinten vom Radl angefangen bis zum Pyjama, war das alles gebraucht. Also. Wir haben zu viert, zu fünft ein Radl gehabt. Ja. Okay. Der Schnellere gewinnt und ja. Aber es ist bei uns auch so gewesen. Also noch nach wie vor, dieses Familientreffen für uns ist es wirklich so, so wichtig, dass wir uns zu Ostern, zu Weihnachten und einmal im August zum Grillen treffen wir uns beim Elternhaus. Alle. Okay. Und jetzt zum Beispiel haben wir uns unlängst getroffen zum Wildessen, weil der Vater gesagt hat, nein, er möchte jetzt Wildessen. Anscheinend tun sie das eh schon öfter. Ich habe nie Zeit gehabt, aber wir waren 28 beim Wildessen. Nur Familienmitglieder. Ja. Kinder und Enkelkinder. Ne? Und das finde ich wirklich toll. Also da kommen alle zusammen, die verstehen sich alle. Ja. Da wird nichts gestritten oder so. Ne? Die Ilse und die Andrea zählen auch. Gell? Ja. Ja, da kommt schon was zusammen. Ne? Das ist... Und auf die Schnelle muss man ja dann auch wissen, wer zu wem gehört. Ne? Weil der Kontakt ist ja bei euch auch nicht so, dass ihr euch ständig seht. Ne? Alle Familienmitglieder, nicht? Ja, du zu Hause ja eher öfter, aber ich wohne ja in Salzburg und in der Südsteiermark ist es eher Graz, die Gegend. Also das ist ja dann eher... Nein, es ist bei uns schon so, dass jeder eigentlich sein Haus hat. Nicht? Jeder hat seine Wohnung oder seine Bleibe oder seinen Ort, wo er eigentlich jetzt wohnt. Und da ist es schon beruflich, tut da jeder was anderes. Und ich habe vielleicht den größten Vorteil, weil ich Musiker bin. Und mit der Musik ist dann so, dass man auf vielen Veranstaltungen ist. Okay. Und da ist man halt einfach in der Ortschaft, einmal in der Ortschaft. Und dann sieht man sich schon auch unter dem Jahr etwas öfter. Und, aber sonst hat eigentlich jeder seine eigene Familie. Ja. Bis auf eben die wunderschönen Treffen und das Kommunizieren, glaube ich, das ist das Allerwichtigste. Und mit dem Sohn von Vinzenz kannst du auch gut. Genau. Louis, also da ist es ja so, dass bei uns in der Familie eigentlich fast gar keiner musiziert. Außer eben der Sohn von Vinzenz, der ist ein sehr begnadeter Tenorist. Also der hat die Militärmusik in Salzburg gemacht, hat das goldene Leistungsabzeichen gemacht und ist wirklich ein sensationeller Musiker. Und mit dem, da nehme ich mir wirklich die Zeit, dass wir mit denen ein paar Mal im Jahr, dass wir uns in Salzburg treffen, mit seinen Freunden draußen musizieren und wirklich gemeinsam auch bei unseren Familientreffen. Meine Frau, meine jetzige, die Christine, spielt auch eine tolle Harmonika und da gibt es dann schon mit Familienmusik. Der Musik sehr, sehr viel Geselligkeit. Die Eltern waren ja schon auch musikalisch. Also die haben beide gesungen. Also das war immer das Schönste zu Weihnachten. Alle Lieder auswendig und das ist schon ein bisschen an uns Kinder weitergegeben worden. Sagt Ilse, Andrea, ihr seid aber schon so, ihr wart das gespannt. Gell? Das ist bis heute so geblieben, dass ihr fast mehr zusammengehalten habt, ne? Schon, ja. Ja, es war auch, als ich noch kleiner war, anders. Mhm. Sie war das Nestscheißerl. Mhm. Sie hat sich alles erlauben dürfen. Ja, das ist so bei den Kleinen. Wenn ich ihr eine geflasht habe, habe ich es dreifach zurückgekriegt. Von wem? Von der Mama? Von meiner Mutter habe ich meinen Laptop noch nie eine geflasht gekriegt. Von wem? Die von Brüder. Die hat es nicht nie was brauchen tun. Haben alles ihnen gemacht, die Brüder. Ist ja gar nicht wahr. Oh ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Nein, sie hat... Ja, ich sage, die Brüder waren für uns eigentlich mehr Beschützer. Mhm, ja. Wo also ich war einer von meinen Brüdern auch. Und hat geschaut, ne? Ja. Aber es ist schon lustig, dass ihr dann trotzdem beide nur zwei Kinder gekriegt habt. Und nicht mehr. Es reicht. Also da kannst du das nicht... Nicht leisten? Nein. Aber wenn man es sich leisten könnte, hättest du auch gern mehr, Andrea? Und zwei reichen. Ja? Nein, das passt schon. Es ist ja bei euch so, da gibt es diese drei Brüder und ihr zwei, aber da gibt es noch einen. Mhm. Was ist mit dem passiert? Der ist nach mir auf die Welt gekommen und die Mutter war dann halt so verzweifelt, weil wirklich, unser Vater war eigentlich, der hat ein Alkoholproblem gehabt und das sechste Kind ist dann halt zur Adoption freigegeben worden. Okay. Und wir suchen... Seit mindestens 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Wieder mit Abständen zwischen, dann gibst du wieder mal auf.
dann siehst du irgendwo im Fernsehen wieder so eine Sendung, dann kommt es wieder auf und dann probierst du wieder, aber es war halt eine Inkognito-Adoption und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat die Mutter auch nicht gewusst, wo sie da unterschreibt. Das war wirklich aus Verzweiflung und sie hat auch Schuldgefühle, mehr denn je, aber ja. Jetzt suchen wir. Und was wisst ihr? Also welche Fakten können wir sagen? Vorname und Geburtsdatum mehr nicht. Na, ja, wissen wir nicht, okay. Ja. Kein Nachnamen, kann gar nichts. Na und sagt's einmal, Vorname ist? Sebastian. Ja. Geboren ist in Graz am 26.02.1973. Er wurde als Musbacher geboren und ist dann im April im gleichen Jahr adoptiert worden nach Deutschland. Nach Deutschland? Ja. Also das wisst ihr schon? Das wissen wir, angeblich ein Lehrer-Ehepaar. Mehr wissen wir nicht. Ja. Also 26. Februar 1973 in Graz. Und das ist schon einmal nicht unwesentlich. Und Sebastian, ob der Name geblieben ist, das weiß man nicht. Die haben damals angeblich die Adoptiveltern schon ausgesucht gehabt. Keine Ahnung, normalerweise. Sebastian haben die Adoptiveltern ihn genannt? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Wir haben jetzt auch mit unserer Mutter gesprochen und die hat so viel verdrängt in den Jahren. Und das hat damals der Hausarzt gemacht. Das ist, wie das überhaupt funktioniert, ich meine, das, keine Ahnung, aber das war halt im Vorfeld dann schon irgendwie organisiert. Sie hat das Kind einmal gesehen für einen Augenblick und das war's dann. Und in welchem Spital in Graz? LKH. Landeskrankenhaus, okay. Wollt ihr irgendeinen Aufruf machen? Irgendwie was sagen in die Kamera? Ja, schlecht wäre es nicht, aber... Ja. Dann macht's das. Sucht euch, nehmt euch gleich den Robert, bitte. Ah. Ja. Hallo Sebastian, keine Ahnung, wo du bist, ob du das jemals sehen wirst. Es wäre sehr nett, wenn du oder auch die Adoptiveltern irgendwie das hören würden, einfach ein Foto schicken oder mit uns in Kontakt treten könnten oder ans Fernsehen irgendeine Information geben. Es wäre wirklich unser größter Wunsch, dass das endlich funktionieren würde, dass wir die kennenlernen könnten. Da ist dann quasi, wenn er 73 geboren ist, ist er dann 43. Okay. Na, dann schauen wir mal, was passiert. Ich meine, so schnell wird nichts passieren, aber wer weiß. Das wäre schön, ja. Zu wissen, wie es ihm ergangen ist und so, was er erlebt hat. Wir haben ja nicht einmal ein Foto, wir haben gar nichts. Gar nichts, genau. Nichts. Aber trotzdem ist er da, nicht? Er ist präsent. Ja. Das ist, wenn man irgendwie denkt man immer, wo ist er, was macht er, wie geht es ihm? Man macht sich ja Gedanken, lebt er noch, man weiß es ja nicht. Ja, gar nichts. Kann ja alles passiert sein oder irgendwie. Aber das wäre halt, und überhaupt, die Mutter ist jetzt 75. Vielleicht könnte sie, wenn was werden würde, also das wäre für Wahnsinn. Sie auch wichtig, einmal abzuschließen und so. Ja. Gut, wir machen gleich weiter und werden noch mehr Geschwister kennenlernen, die noch Geschichten erzählen werden, die weit über Beißen, Zwicken und Haare reißen gehen. Bis gleich. Geschwister, Vorbilder oder Rivalen, ein Familienthema behandeln wir heute Nachmittag. Ein sehr rühriges und spannendes bislang mit sehr vielen schönen Familiengeschichten. Vielleicht möchten Sie ja auch einmal mit der Familie zu mir kommen, alle zusammen packen und auf den Künigelberg raufkommen. Wenn Sie das gerne machen möchten, rufen Sie uns doch bitte an unter 01 886 2747 und die Durchwahl 5776. Jetzt kommt die Karin, die sagt, ich dachte immer, dass Mama meine Schwester mehr liebt als mich. Eine ganz besondere Rivalität. Hier ist die Karin. Ihr wart drei Geschwister, also drei Schwestern. Und mit einer Schwester gab es immer eine Rivalität, Karin. Wer war das? Es war die Zweitgeborene. Du bist die Älteste. Ich bin die Älteste und ich hatte immerhin 4 Jahre herrliches Leben.
Oi. Ja. Hab die ungeteilte Liebe der Mutter gehabt und dann kam Andrea. Mhm. Das war am Anfang, wie sie Baby war, noch recht nett, weil da habe ich auch gespielt mit ihr. Mhm. Aber es hat sich dann immer mehr herausgestellt, dass die Andrea, sie war die geschicktere, die hübschere in meinen Augen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, die Mama, die mag die Andrea viel mehr. Wieso hast du das gedacht? Na ja, zum Beispiel, sie hatte so wunderschöne lange Haare. Und die Mutter war total verliebt in die Haare und hat also bezaubernde Genie-Frisuren gemacht. Und ich habe also so ein bisschen quasi Moda-Frisur gehabt, so ganz kurze Stirnfransen, Schnittlauchlocken und habe mir immer ein bisschen halt leid gesehen. Okay. Also es war eher so eine Rivalität wegen der Optik. Ja, genau. Und später dann auch wegen des Könnens, nicht? Ja, meine Schwester war Balletttänzerin. Sie ist in die Ballettschule gegangen. Ich habe sie jahrelang begleitet in die Ballettschule und habe dort meine Hausaufgaben gemacht. Wieso hast du sie begleitet? Sie war sehr klein. Sie war 5 Jahre alt und hat sie nicht alleine in die Ballettschule lassen. Und ich habe sie dort meine Hausaufgaben gemacht, habe meine Schwester wieder nach Hause gebracht und sie war halt die prima Ballerina auf der Bühne. Oh, das da. Und ja, ich habe mir halt schon ein bisschen leid gesehen. Also du hast nie das Gefühl gehabt, du seist irgendwie besser oder geschickter in den Augen von deiner Mama? Nein, nicht wirklich. Ja. Mhm. Und der Papa? Das war getrennt, nicht? Also mein Vater, ich war das Lieblingskind des Vaters, meine Schwester war das Lieblingskind der Mutter. So bin ich auch wieder auf meine Liebe gekommen, also es war schon Ausgleich da. Und als dann die dritte Schwester kam? Die dritte Schwester, die ist 8 Jahre jünger. Ja, die Susi, die war ein Sonderfall. Die Susi hat mit 2 Jahren Nierenkrebs gehabt. Und das war natürlich, wir mussten natürlich Rücksicht nehmen. Klar, weil sie war das kranke Kind. Und meine Eltern haben nie gesagt, was wirklich sein wird. Die haben gewusst, dass irgendwann mal die zweite Niere auch irgendwann mal kaputt sein wird. Und sie ist halt mit Samthandschuhen immer behandelt worden. Das war uns aber irgendwie schon klar. Aber natürlich als Kind, weil sie war 2 Jahre, als sie krank geworden ist, da war ich 10, versteht man das auch nicht wirklich. Mhm. Ich habe da schon, später haben wir Gespräche geführt und ich habe immer gesagt, ich habe dich gehasst, weil du krank warst. Weil du auch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit wolltest, die sie bekommen hat, ne? als krankes Kind. Und ich habe oft ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich gesund bin und sie krank. Ja. Das war eine schwierige Situation. Ich glaube, alle, die sowas kennen, die können das wahrscheinlich nachvollziehen. Das ist interessant in eurer Konstellation, weil so wie du das erzählst, hätte ich gesagt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du das Sandwichkind bist. Mhm. Und also die Schwester, oft ist das älteste Kind, also das ist auch so bei 3, dass das quasi Gescheite, das Verantwortungsbewusste, muss auf alle schauen. Mhm. Dann kommt das Sandwichkind, das dann, weil das dritte kommt, irgendwie in beide Richtungen sich da quasi durchsetzen muss, ist aber oft das Interessanteste dann. Ja. Und bei dir ist das so, also ich hätte gesagt, dass du da... Naja, ich war schon ein bisschen eine Revoluzzerin. Na eben, auch so trotzdem. Das war ich schon, ja. Ich war anscheinend auch ein Vorbild, ich sage jetzt anscheinend, weil es hat sich später ja dann herausgestellt, wie wir darüber gesprochen haben, dass meine Schwester, also die zweite, die Andrea, ja. Genau, die hat dann eben schon gesagt, ich war immer ein großes Vorbild, aber ich habe das nicht realisiert. Weil ich glaube, das geht vielen Kindern so, dass man irgendwie in seiner eigenen Welt lebt. Man kann ja gar nicht so Außensicht annehmen. Also ich habe nur meine Welt gesehen und habe gar nicht mitgekriegt, dass ich da das Vorbild bin. Ja. Und dass ihr so miteinander, dass ihr zusammengehalten hättet, das war gar nichts? Oh ja, schon. Oder Quantauschen oder später dann irgendwie das so. Das Quantauschen, weil es waren einfach zu weit auseinander gewesen. 4 Jahre, das geht sich dann nicht wirklich aus. Also später hätte es sein können. Ja. Aber meine Schwester ist 1,80. Das ist doch noch ein Stückchen größer wie ich. Also, und wir haben auch unterschiedliche Gewandgeschmack. Ja, okay. Genau. Und wie dann die ersten Lieben gekommen sind, also die Burschen, war da auch so ein bisschen Rivalität? Nein, ich bin schon mit knapp 18 ausgezogen und da habe ich dann schon mein eigenes Leben geführt. Wir haben dann schon gesprochen, aber unsere Nähe zu meiner Schwester Andrea, die hat sich erst später ergeben. Es ist erst, wir haben jetzt eine sehr innige Beziehung. Aber das ist erst im Laufe der Jahre entstanden. Überhaupt erst dann, wie meine kleine Schwester dann gestorben ist. Dann seid ihr erst zusammengewachsen. Mhm. Und damals dieses Gespräch, habt ihr irgendwann einmal, da wart ihr schon alle größer, habt sich mal unterhalten und da ist das dann alles rausgekommen, dass sie dich bewundert hat und dass du quasi Eifersüchte habt. Ja. Wir haben uns dann einmal zusammengesetzt und haben dann einfach darüber gesprochen, wie wir unsere Kindheit erlebt haben.
Unglaublich. Wirklich. Also ich habe mir gedacht, ich bin die Älteste, ich habe das Anrecht aufs Leiden gehabt, nicht? Also meine, ich habe auf alles verzichten müssen, habe ich mir geglaubt. Und dann hat die Andrea erzählt, sie war ja 5 Tage die Woche in der Schule und 5 Tage die Woche im Ballett. Vormittag in der Schule, Nachmittag im Ballett. Und sie hat nicht wirklich am Familienleben teilnehmen können. Und im Ballett ist sie gemobbt worden. Sie hat aber nie etwas gesagt. Weil sie dachte, wenn sie sagt, dass die so gemein sind zu ihr, dann sagen meine Eltern, dann gehst du halt nimmer mehr ins Ballett. Mhm. Und das war aber die größte Liebe ihres Lebens. Das war ihre Leidenschaft. Na, und die Bewunderung der Eltern hatte sie wahrscheinlich. Genau, damit, genau, ne? Genau. Und ich meine, das war für mich, das ist wie Schuppen von den Augen. Das hat da wahrscheinlich auch ein bisschen wehgetan, oder? Weil, ja, sicher, weil ich habe mir gedacht, ich habe ihr total Unrecht getan. Ja? Mhm. Ich habe sie beneidet und sie hat eigentlich still gelitten. Ja, okay, okay. Ja, und meine kleinere Schwester, ich war also, wie gesagt, ein bisschen eine Revoluzerin und meine Eltern haben sehr viel gestritten wegen mir. Und da war ich natürlich nicht da, aber meine kleine Schwester war immer anwesend. Mhm. Und meine kleine Schwester hat immer gedacht, meine Eltern lassen sich scheiden. Wegen mir. Okay, ich habe mir gedacht, okay, also wir haben jetzt alle gelitten. Okay, jeder hat für sich gelitten. Ja, richtig. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich oft so, dass man Probleme mit sich selbst ausmacht und der andere erfährt das gar nicht. Nicht einmal, dass man es irgendwie realisiert. Unglaublich. Also das könnte man sagen, wir reden hier jetzt über die Andrea und sie erfährt nichts, aber sie ist dabei heute. Oh, nämlich nicht persönlich, also leibhaftig, sondern via Skype. Andrea, du kannst uns hören, gell? Ja. Na, super. Hallo, Karin. Hey. Hallo. Ah, schön. Die Haare sind inzwischen anders. Ich freue mich so, dich so zu sehen und ich wollte einfach sagen, wie gerne die habe, wie furchtbar gerne die habe. Und ja, wir haben das Trennende übers Gemeinsame am Anfang gestellt gehabt als Kindheit, aber jetzt ist es genau umgekehrt. Wir haben das Gemeinsame gefunden und ich wollte einfach sagen, dass du nach wie vor ein Riesenvorbild für mich bist. Du, allein was du für die Menschen tust, ohne die in den Vordergrund zu spielen, für die Flüchtlinge, für deine Patensöhne in Laos, für meine Kinder, für die so ganz ein wesentlicher Teil im Leben warst. Und auch für alle Teilnehmer in die Workshops. Ich bin so stolz, dass du meine Schwester bist und das ist jetzt das Wichtigste und alles andere ist Geschichte. Danke. Bin ich schon sehr berührt. Schon, gell? Es, ja, total. Nicht gerechnet. Nein, gell? Überhaupt nicht. Das war jetzt die Riesenüberraschung. Andrea, ich liebe dich. Wirklich. Ich auch ganz, 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 ganz viel, Karin. Liebe Andrea, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute dir und deinen Kindern. Danke. Dankeschön. So lustig, dass wir gleich die Haare angesprochen haben. Ja. Ja. Du hast keine Kinder. Nein, ich habe keine. Ich kann keine Kinder bekommen. Aber du hast 4 Kinder quasi. Also ja, ich bin jetzt Mama, ne? Und ich bin gestern zum 2. Mal Oma geworden. Na, obwohl ich keine Kinder habe. Ja. Wenn du Kinder hättest kriegen können, hättest du dann auch gern mehr gehabt oder nur eins, weil du ja ein Einzelkind sein wolltest? Nein, ich hätte schon gern mehr gehabt. Ja? Buben. Das ist oft so, dass ich immer mit dem Ich habe mir ja immer einen großen Bruder gewünscht. Und ich habe aber dann von einer Freundin erfahren, das ist nicht so, wie ich das glaube, mit den großen Brüdern. Weil ich mir gedacht, das wäre super, weil ich aber nicht viel vorgehen dürfen. Ne? Ja, da kannst du gleich die Ilse fragen, ne? Also die und die Andrea, die hatten die großen wir Brüder. Wir haben drei Beschützer. Und, war das wirklich so? Also wissen wir, wie wir noch klein waren, war schon fein. Ne? Mhm. Aber wie ich dann älter geworden bin, wie ich eigentlich weggehen wollte, ich hätte nie was anstellen können. Mhm. Ich bin mir meine Aufpasser gehabt. Waren die eigentlich, als dann die Buben gekommen sind, so die ersten Liebschaften, waren die wahrscheinlich schon eifersüchtig, gell? Die Brüder. Weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr? Ich glaube schon, oder? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur eins, egal, ich habe nie was gesagt daheim, wenn ich wo hingegangen bin. Mhm, es war immer einer da.
Ja, 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 sicher. Der Schatten sozusagen, nicht? Ja, da. Ja. Security. Ja, genau. Der Karl kommt jetzt. Er weiß seine Rolle in der Familie zu schätzen, weil als Nesthäkchen hatte er sehr viele Vorzüge. Hier ist der Karl. Hallo. Karl, wie viele Geschwister wart ihr? Drei. Drei. Ja. Na, jetzt haben wir eh quasi fast alles durch, ne? Also drei. Und du warst der Jüngste. So ist es. Wie war das? Ja, ich habe natürlich schon gewisse Vorzüge gehabt gegenüber meinen Geschwistern, weil ich eben der Jüngste war. Nur ein Beispiel, ich bin in Neusiedl am See aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Und da hat es ab und zu Backhuhn gegeben. Und es gibt halt nur eine Leber bei einem Huhn und die habe ich bekommen. Also da durften die Geschwister nicht einmal hinschauen. Also das war meins und ja. Und der ältere Bruder und dann kam die Schwester und dann kamst du. Ja, genau. Und der ältere Bruder war überhaupt dein Held, gell? Ja, der ältere Bruder, der ist doch um 10 Jahre älter natürlich, ja. Und wie wir, also meine Schwester und ich, so 5, 6 Jahre waren, hat er bereits in Wien gearbeitet. Und jeden Freitag ist er dann mit dem Bus nach Hause gekommen und hat uns Süßigkeiten mitgebracht. Und das war natürlich für uns ein tolles Highlight, damals in den Ende der 50er Jahren. Und es war dann so, dass wir wussten, dass er was mitbringt. Und wir haben dann schon wirklich jeden Freitag bei der Busstation auf ihn gewartet. Und wir waren natürlich super froh, als wir dann wieder Süßigkeiten bekommen haben. Und wie war das mit der Schwester? Ihr wart halt oft alleine, ihr zwei, nicht? Ja, ja, weil meine Eltern eben am Feld arbeiten mussten. Mhm. Und wir waren halt alleine nach der Schule. Mhm. Es hat dann schon des Öfteren gewisse Kämpfe gegeben. Ich hatte einmal ein Dreirad bekommen und aus irgendwelchen Gründen, weiß ich jetzt nicht mehr, hat sie mich damit umgestoßen. Ich fiel mit dem Kopf an einen Kasten, wo ein Schlüssel drinnen steckte zum Zusperren. Ja, und mit dem Kopf habe ich dann den Schlüssel abgebrochen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, irgendwann gibt es eine ganz, ganz große Revanche. Ja, und der Zeitpunkt ist auch dann gekommen. Wir haben halt immer wieder so herumgerauft. Und dann hat es einen Sieger und einen Verlierer gegeben. Der Sieger war der, der den Verlierer sozusagen als erster auf den Rücken gebracht hat. Draufsetzen, die Hände runterhalten. Ne? Die Hände runterhalten und dann das berühmte Muskelreiten. Das kennt das jemand? Für sicher, ich. Ja. Ja. Ja, das tut natürlich ganz schön weh. Ja. Und dann kam eben die Rache oder Revanche dazu. Ich schnappte sie noch am Hals, drückte ganz schön zu, bis sie dann langsam zu röcheln begann. Boah, na, das war aber ordentliche Revanche. Im Grunde. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es gescheiter aufzuhören. Also, na Gott sei Dank. Aber sie hat es dir nicht übel genommen. Aber das Verhältnis mit deiner Schwester ist heute wieder gut. Das ist heute wieder gut. Ja. Ja. Wir sind natürlich, wenn wir dann älter waren, mussten wir auch im Haushalt mithelfen, weil, wie gesagt, die Mutter hat dann zeitig in der Früh gekocht, ist dann mit dem Vater aufs Feld gefahren und wenn wir von der Schule nach Hause gekommen sind, dann hat es nur mehr gegeben, Essen wärmen und den Abwasch. Also den haben wir dann zusammen gemacht. Sie hat abgewaschen, ich habe abgetrocknet, dann Hausaufgaben und dann ist es halt irgendwo zum Spielen gegangen oder am See oder wie auch immer. Okay, schön. Ja. Aber schöne Erinnerungen an die Kindheit letztendlich. Ja, ja, bis auf das Würgen und mit dem, ich denke mir oft, wenn ich so Geschichten höre oder von den eigenen Erlebnissen, dass da nicht mehr passiert ist. Ne? Also von wegen. Naja, sie hat dann eh gesagt, irgendwann einmal hat sie mir ins Ohr geflüstert, irgendwann bringe ich dich einmal um. Naja, die Rivalität. Das war dann ihre Rache. Man hört ja oft so, was ich hasse meinen Bruder oder ich hasse meine Schwester, aber das ist, glaube ich, in der Kindheit so. Wenn man dann erwachsen ist, schätzt man erst, dass der wer ist, nicht? Und ja, dass man eigentlich nicht alleine ist, weil erwachsene Einzelkinder sind ja dann manchmal ein bisschen arm, nicht? Also
in der Kindheit ist super, weil sie nicht teilen müssen. Sie müssen nicht. Du sagst ja auch, ein Einzelkind ist eigentlich super. Das Erbe muss man nicht teilen. Ja, das die ungeteilte Aufmerksamkeit richtig. Der Eltern. Ne? Ich kenne viele Familien, die durch das Erbe zerstritten wurden. Ja, die Geschwister reden kein Wort mehr miteinander. Das kannst du haben. Beim Einzelkind, der kriegt alles, was da ist. Und fertig, das ist so gesehen eigentlich schon irgendwo besser. Ja. Aber sonst ist es halt dann oft fad, ne? Zu Weihnachten und so. Also, gut, aber in deinem Fall, Vinzenz, ist ja dein Kind ja fast, also kein Einzelkind in dem Sinn, sondern es sind so viele Cousins und Cousinen, dass man da ja eh aufgehoben ist, so ist es in der Familie. Und, es ist ja noch was anderes. Also, er hat ja einen Freund zum Beispiel, den er seit dem Kindergartenjahr kennt und den er, ich meine, er ist jetzt 21, aber mit dem versteht er sich noch immer blendend und immer noch gut. Und mit dem geht er durch dick und dünn und die machen alles miteinander. Das die Geschwister, ne? Die Brüder, ja. Ja, genau. Also so typisch Einzelkind, das kann ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt ihn erzogen hätte. Mit Vorzügen, wirklich, nicht? Oder Vorteilen. Der ist immer zu ihm gekommen oder er hat zu ihm gehen dürfen und umgekehrt. Und das war schon gut. Also Violetta war ein Einzelkind und die wollte unbedingt eine Schwester. Und da hat sie ihre Mutter über Jahre angebettelt, bis die nachgegeben hat. Das ist die Violetta. Violetta, hallo. Hallo. Das Betteln hat irgendwann einmal Wirkung gezeigt und deine Mama hat nachgegeben. Ja, sie wollte, eigentlich war ihre Entscheidung deswegen eben darauf begründet, wie du schon gesagt hast, sie wollte nicht, dass ich irgendwann mal alleine bin. Sie hat gesagt, die Großeltern gehen irgendwann mal, die Eltern gehen irgendwann mal, aber dann stehst du alleine da. Und deswegen hat sie gedacht, okay, dann muss ein Geschwisterchen her. Und dann kam die ersehnte Schwester? Nein, die Enttäuschung war groß, weil das war ein Bruder. Aber ich habe mich schnell damit abgefunden. Weil und hast ein Mädchen draus gemacht. Genau. Nein, ich hab ihn oft als Puppe dann doch herangenommen und habe ihm dann meine Röcke als Kleider angezogen und habe mit ihm dann so gespielt. Ja. Aber ja, es geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann nicht mehr. Ne? Nein, er hat sich ganz normal entwickelt. Später war dann der Kontakt nicht ganz so eng. Warum? Naja, im Grunde genommen, wir hatten am Anfang eine sehr, sehr enge Beziehung, obwohl, weil der Altersunterschied doch 7 Jahre ist, war das eher so, ja, Mutter-Kind-Verhältnis. Ich habe eine doch sehr, sehr große Verantwortung für ihn gehabt, weil meine Mutter alleinerziehend war und man übernimmt automatisch einfach gewisse Aufgaben. Und ja, mit der Übersiedlung, also von Kasachstan nach Deutschland, war das dann eigentlich so, dass ich ins Internat gekommen bin. Und ab dem Zeitpunkt war dann die Distanz, nicht die innerliche Distanz, aber die örtliche Distanz dann doch da. Und man hat sich nur am Wochenende gesehen. Und ja, ich meine, was sozusagen trotzdem die ich weiß schon, ihr wart euch nah, ihr habt euch verstanden, da war viel Bindung, aber dieser Alltag, den habt ihr nicht erlebt. Ab dem Zeitpunkt war der Alltag unterbrochen sozusagen. Okay, okay. Aber trotzdem bist du heute dankbar, einen Bruder zu haben. Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, man muss sich auch nicht mit Geschwistern super verstehen, man muss auch nicht auf derselben Wellenlänge sein. Aber sie ist ja da, nicht? Man erlebt gewisse Dinge in der Kindheit, die man niemandem sonst so erzählen kann. Sicher hat jeder so seine Perspektive und so seine Erlebnisse anders verarbeitet wahrscheinlich. Also ich kann mich zum Beispiel nur erinnern, dass ich nur gut zu ihm war. Er hat mir dann irgendwann mal, als wir uns ausgesprochen haben, zum Beispiel gesagt, ja, du hast mir immer gute Nachtgeschichten erzählt und du hast dich immer so rührend um mich gekümmert. Und ich habe mir nur gedacht, wirklich, war ich das? Das war nicht ich. Und das zeugt dann wieder unterschiedliche Perspektiven, also wie jedes Geschwister dann wieder das erlebt. Und solche Dinge kann man nicht erzählen, die muss man miteinander erleben. Und das teilt man dann auch später. Und wolltest du von Anfang an ein Geschwisterchen oder erst später? Also als du schon so mit 6 oder 5 oder 6 Jahren, weil
Weil die Karin wollte zum Beispiel ja kein Geschwisterl. Ne? Du hast die ungeteilte Liebe der Eltern erhalten und hast gesagt, eigentlich kam dann die Konkurrenz, nicht? Ja. Mit deiner Schwester. Ich habe gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, ja, über Geschwister. Aber Violetta schon, du hast darüber nachgedacht, nicht? Aber auch erst mit nach 5, glaube ich, so. 5, also, ja. Okay. Ja. Ich glaube, vorher ist man so in seiner eigenen Welt und damit ist man ganz glücklich und zufrieden. Und erst später so stellt man fest, ja, es gibt noch was anderes. Du sagst, 3 Kinder sind eigentlich ideal. Ja, ich glaube, das ist die lustigste Kombination. Weil? Also ich war immer neidisch auf Freunde, die zum Beispiel in Dreierkombination waren. Aber warum 3? Ja, es ist immer was los zu Hause. Es wird nie langweilig. Und wenn es einem zu viel wird, kann man immer zur Seite treten und sagen, so beschäftigt euch untereinander, ich will jetzt mal eine Auszeit nehmen. Okay. Also, Sie haben sich immer 2 noch die spielen können. So ist, ne? Das, ja. Aber nicht, du magst nicht 4 oder 5, sondern 3. Das wird dann schon ein bisschen zu viel vielleicht. Also so wie Vinzenz und der Louis mit 6 Kindern, das wird dir zu viel. Obwohl vielleicht, ich weiß es nicht, ab 3 ist es dann schon egal. Das fällt nicht mehr auf. Ja. Du meinst, ab 3 hört man dann zum Zöllen auf? Oder? Das ist so, wenn man sagt, naja, wenn du einen Hund hast, kannst du 2, das ist dann schon wurscht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ein Kind 2 oder 3 hat. Ne? Also das kannst du beantworten, Louis. Also ich habe mir das gar nicht so nachgedacht, ob ich da was dazu beitragen habe können, wie viele Geschwister das ich habe. Ich bin einfach als 5. geboren geworden. Da muss man mit Tatsachen fertig werden. Das sind einfach schon da. Nein, aber bei den eigenen. Du bist der Vater von 3 Kindern. Bei den eigenen bei 2 eigentlich auch denkt man dann natürlich über andere Dinge nach. Man muss ja auch in der Lage sein, für die Kinder da zu sein. Und vor allem, man muss ja auch die Fähigkeiten haben, eben für die zu sorgen und nicht nur jetzt finanziell, vor allem natürlich auch finanziell aufzukommen. Aber man muss sich ja wirklich damit auseinandersetzen, denn überhaupt ein Kind zu haben, verändert ja das Leben einmal grundsätzlich. Von jetzt noch kein Kind, bis dann man dann wirklich Mutter oder in dem Fall Vater wird, da ändert sich das Leben ja dann ganz gewaltig. Und dann kann man sich erst wirklich die richtigen Gedanken machen, inwieweit wird man mit dieser Rolle des Vaters oder in dem Fall dann der Mutter dann überhaupt fertig. Ja? Oder zumindest, wie glücklich ist man dann damit. Also Violetta, das wäre so dein Ziel, 3 Kinder? Nein, ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Aber ich bin neidisch, wenn ich mal 3 sehe. Also ich finde, das ist immer eine lustige. Okay. Du hast deinen Bruder auch beeinflusst in der Berufswahl, gell? Ein wenig. Also es war mir irgendwie nie bewusst, dass ich für ihn eine gewisse Vorbildrolle gespielt habe. Vielleicht tut man das automatisch als älteres Geschwister. Mhm. Ja, ich habe gerne gekocht oder er hat mir gerne, wenn ich irgendwas gemacht habe, zugeschaut. Und irgendwie später hat er dann sich entschieden, eine Konditorausbildung zu machen. Obwohl, nach der Ausbildung hat er gesagt, er macht das nie wieder. Er ist jetzt wieder umgestiegen. Aber praktisch, wenn in der Familie einer gut backen kann. Ja, also. Ja, für Festivitäten ist das ideal. Ja. Aber er hat dann im Nachhinein gesagt, es war eigentlich deine Schuld, dass ich diese Ausbildung begonnen habe, weil du hast zu Hause immer gebacken oder was gemacht und das hat mich beeinflusst. Ja. Liebe Gabe, ist das so? Sind Geschwister Vorbilder? Haben sie eine Vorbildwirkung? Also Geschwister können Vorbilder sein. Eine Vorbildwirkung haben sie auf alle Fälle. Und sei es nur, dass es die Wirkung ist, wie man es nicht tun soll. Mhm. Also ich glaube, dass man von Geschwistern sehr viel lernt, vor allem von den älteren Geschwistern. Man sieht, wie gehen sie mit den Eltern um. Und dann weiß man, wenn die gut mit denen umgeht, mache ich es genauso. Und wenn die das Ziel nicht erreicht haben, denkt man sich ganz einfach eine neue Strategie aus. Vor allem ist es ja so, dass die Kleinen dann ja oft, was die Schule anbelangt, schon mit den Großen mitlernen und im ersten Jahr gleich gar nicht viel machen müssen. Ne? Ja, das ist aber trotzdem nicht immer ein Vorteil, weil dann passen sie vielleicht nicht immer auf in der Schule. Was mich in der Sendung sehr aufgefallen ist, ist diese Tatsache mit der Rivalität. Da hat man ja als Kind in der Kindheit so die Probleme mit dem einen Bruder oder der anderen Schwester und im Alter ist das dann plötzlich alles wie verpufft. Man spricht sich aus und alles scheint anders. Nein, bei jedem nicht. Also das ist hier sehr glücklich, ja? Aber es ist nicht immer so. Es gibt Menschen, die auch im Alter noch immer diese Feindschaft und diese Rivalität weitertragen.
es ist auch so, dass Geschwister, ich meine, man ist miteinander verwandt, es ist eine Verbindung fürs Leben, das heißt aber nicht immer, dass einem die Person sympathisch sein muss. Ja? Und es kann auch sein, dass eine Schwester oder einem Bruder einem auch im Alter nicht sympathischer wird. Also das gibt's. Das heißt, die Rivalität bleibt dann bestehen, ja, bis... Das gibt's. Ich denke, was einem aber verbindet, ist natürlich auch dann nicht nur die Vergangenheit und diese Verbindung fürs Leben und die Gene, es verbindet einen meistens auch die Zuneigung zu den Eltern. Und somit sehr oft, aber leider nicht immer, auch die Sorge, wie geht's den Eltern, wie kümmern wir uns gemeinsam um die Eltern und wer kann was auf die Beine stellen oder wenn wer im Spital liegt, die Spitalsbesuche aufgeteilt oder so. Also das ist schon ein Vorteil von einer Großfamilie. Jetzt suchen Ilse und Andrea ihren Bruder, der am 26. Februar 1973 in Graz im LKH geboren wurde. Sebastian heißt. Wir hoffen, dass er sich meldet, sofern jemand die Sendung gesehen hat in Deutschland und er in Deutschland ist und auch noch lebt und er gesund ist. Aber was, wenn dem nicht so ist? Wie geht man um mit der Tatsache, da ist er noch wer? Dieses Element fehlt. Es ist ein Verlustgefühl, ja. Es ist wie ein Loch, das da ist, das gefüllt werden muss. Hättet ihr das nicht gewusst, ja? Hätte man vielleicht immer das Gefühl gehabt, irgendwas ist nicht in Ordnung, man würde es nicht wissen. Aber so ist der mit in der Familie und fällt. Genau. Und ich glaube, das ist es, was so viel ausmacht. Und dieses Verlustgefühl wird bleiben. Und ich denke, vor allem, weil ihr, was ich so höre, ihr habt ein sehr gutes Verhältnis zu eurer Mutter. Ja. Und das macht das auch aus. Ihr wollt, dass es der Mama wieder gut geht. Und ich glaube, die Mama leidet sehr, dass der Sebastian das über den gar nichts weiß. Und ich drücke die Daumen, nicht nur für euch, sondern vor allem für die Mama, das tun wir dass alle. Der Sebastian gefunden wird. Danke. Dankeschön. Bitte. Ob großer Bruder, Sandwichkind oder kleine Schwester, die Bindung zu den Geschwistern prägt das ganze Leben oder einen für das ganze Leben gesetzten Fall. Es sind hoffentlich schöne Erinnerungen. Danke fürs Zuschauen. Viele sprechen vom Mysterium Frau, aber sind sie wirklich so rätselhaft? Oder ist das eine faule Ausrede für Männer, die sich nicht bemühen wollen? Anrufen und das Mysterium lösen unter 0900 91 00 98.